Heute bei Wer weiß denn sowas? Matze Knob im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Bülent Ceylan und Elton. Das Comedy-Duell, es geht los. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Es wird lustig heute bei Wer weiß denn sowas garantiert. Und man erfährt natürlich immer auch ein bisschen was Spannendes mit Matze Knob im Team mit Bernhard Hoecker. Der Matze ist ja so erfolgreich mit allem, was er tut, egal was er anfasst. Ja, vielleicht muss er heute auch Bernhard mal anfassen. Ja, habe ich schon. Ja, hast du schon? Ja, ja. Ich habe runtergereicht und alles gut. Matze. Also ich bin ja an seiner Seite sehr, sehr erfolgreich gewesen und es lag meistens an dir, Bernhard. Das muss ich jetzt einfach machen wir das heute mal anders. Aber Bernhard hat leider nicht immer Zeit, an deiner Seite zu sein. Nein, nein. Ja, insofern Matze Knobien ist überall. Ja, heute hier bei uns. Am 17. März. Ja, an diesem 17. März. Heute hier bei uns bei Wer weiß denn sowas. Ja. Schauen wir mal, als wen wir Matze Knob heute hier alles noch erleben. Ja. Und wie heißt es auf Mannheimerisch auf der anderen Seite? Mannheimerisch. Aus dir wäre, aus Bülent Ceylan wäre ja fast mal was geworden. Du hast, du hast mal Philosophie und Politikwissenschaften studiert, aber dann abgebrochen. Und ich wollte Opernsänger werden. Ja, ja. Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ja. Ich habe Schubert, ich bin wahrscheinlich der erste oder der einzige Kanake in Deutschland, der Schuberts Winterreise auswendig gelernt hat. Wollt ihr vielleicht mal was hören? Ja, nee, nein. Hast du das überhaupt schon mal irgendwo im Fernsehen gesungen? Ich glaube noch nicht, aber live. Sehr cool. Bis auf hier. Absolut, jetzt sind wir ja live. Absolute Weltpremiere im Fernsehen. Okay. Ohne Musik, einfach nur trocken. Hier auch. Du, also auch nicht, dass ihr denkt, jetzt den Text. Ja, ich versuch's. Oder so. Ja. Ich such im Schnee vergebens nach ihrer dritte Spur, wo sie an meinem Arme durchstrich die grüne Flur. Ich such im Schnee vergebens nach ihrer dritte Spur, wo sie an meinem Arme durchstrich die grüne Flur. Weiter? Und so, warte. So, und jetzt du. Ave Maria, gratia plena. Weiter weiß ich leider nicht. Ich hatte auch. Aber das ist nicht schlecht. Soll ich dir was sagen? Hör mal, die Leute, ich wollte mal ganz kurz zeigen, die Leute, die jetzt zufällig reinschalten, denken ja, die sind mitten in den Battles von The Voice Senior. Ja, die denken, sie wären bei Arte. Ich spare, damit wir das auch alles heute, da müssen wir jetzt in der Zeit wieder reinkriegen, sage ich einfach nur, wussten Sie eigentlich, dass Matze Knob und Bülent Ceylan solche fantastischen Sänger sind? Super. Wahnsinn, oder? Ja, kaufen Sie jetzt unser Album. Ja. Ceylan, die drei Tenöre. Wenn Sie wirklich was über die prominenten Gäste erfahren wollen, dann müssen Sie, wer weiß denn sowas, einschalten. Ja? So, jetzt schauen wir mal auf die Zuschauerverteilung. Hinter Bernhard Hoecker und Matze Knob sitzen 72 Zuschauer. Wow. Hinter Elton und Bülent Ceylan 52. Aber bei uns kann man am Ende auch als Minderheit regieren. Schauen wir, wie es läuft. Hier sind die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. So, ja,
wir haben Zeit. Heute im Spiel sind Essen und Trinken, das große Krabbeln, Trick 17, New York, New York, unser Körper, Neuheit, deutsche Sprache, Wahnsinn des Tages, Verbraucher, das Fragezeichen, total genial und Heimat. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf beginnen. Jede richtige Antwort 500 Euro und ein Publikumsjoker für beide Teams. Heimat ist auch schön. Such dir was aus, also nicht Essen und Trinken. Ich hätte jetzt unser Körper genommen, dass ich über mich ein bisschen was erfahre. Ja, können wir auch. Aber wenn du sagst, deutsche Sprache ist mehr dein Fachgebiet, was möchtet dann ihr sollten wir das nehmen, oder? Wir nehmen deutsche Sprache. Ja, wir nehmen deutsche Sprache. Ach, schade. Von Mündelsicher spricht der A-Zahnarzt, wenn eine Füllung mindestens 25 Jahre halten soll. Nee. B-Bankberater, wenn eine Anlage niemals an Wert verlieren kann. Oder C-Jurist, wenn ein Zeuge eine alles entscheidende Aussage macht. Also A würde ich jetzt einfach mal ausschließen. Mündelsicher. Mündelsicher. Ich habe ja früher auch einiges an Amalgam jetzt gehabt. Ah, ja. Kam nie durch die Sicherheitskontrolle beim Flughafen, aber mündelsicher hat der Zahnarzt nicht gesagt. Also, mündelsicher, Mündel ist ja quasi der Nachfahr, Nachfahren, die Erben, das sind die Mündel? Für die du verantwortlich bist. Das sind meine Mündel. Das sind deine Mündel. Ach so, gut. Insofern wäre ich eher bei etwas Generativen, also über eine aber Generation. Du hast einen Wert, Mündel, oder? Also es ist eine Anlage, die niemals einen Wert verliert. Das wäre so mein ja, mein ja, Tipp. Das hätte ich jetzt. Weil Jurist, wenn ein Zeuge eine alles entscheidende Aussage macht, ich glaube, das ist sowas wie, ach auch Mund, er redet, das ist Mündel. Ja. Also ich bin bei sind Mündel. Sie sich, also du meinst es nicht, da sind Sie sich absolut sicher? Sagt er ja. Sind Sie sich sogar mündelsicher? Ja, das glaube ich, habe ich noch nie gehört. Nein. Keiner der. Also nehmen wir B. Ich bin auch für B. Bei B. Gut. Wir sind bei B. Ja. Du hast ja viele Geldanlagen. B. Ja, das ist echt krass, wenn das stimmt. Aber hier ist für jeden was dabei. Auch für, ja. Auch für mündellose Paare. Wenn wir jetzt mündelsicher, wenn wir jetzt Zähne sehen. Als Mündel wird eine Person bezeichnet, die unter Vormundschaft steht. Also meist ein unmündiges Kind. Wird für das Kind eine Vermögensanlage geplant, spricht die Bank von mündelsicheren Anlagen. Hierbei handelt es sich um eine Investition, bei der ein Wertverlust praktisch ausgeschlossen ist. Die Anlage erfolgt damit in der Regel in festverzinsliche Anleihen, die vom Gesetz her für mündelsicher erklärt worden sind, zum Beispiel das Sparbuch. Du weißt, es ist immer gut, wenn man in der Anfangsphase in Führung geht. Ne? Die ersten 500 Euro sind gut geschrieben. Dankeschön. Guter Anstieg. Und das schmeckt immer so aus. Wenn du ein gutes Gefühl hast, ja klar. Also, ich finde, Heimat ist ganz wichtig. Ja. Nehmen wir Heimat. Gerade für mich. Es klingt schwierig, aber es. Obwohl das bayerische Dorf Schönstheim seit über 500 Jahren nicht mehr existiert. A. Hat es eine eigene Autobahnabfahrt mit seinem Namen? B. Pflegt es seit 2017 eine Partnerschaft mit der US-Stadt Cincinnati? Oder C. Wird jährlich ein Bürgermeister gewählt? Das ist doch fies, oder? Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es tatsächlich A in Anführungszeichen gibt. Weil wenn es das Dorf an sich nicht mehr gibt, ja. Wie soll denn da ein Bürgermeister gewählt werden und wie soll eine Partnerschaft werden? Es kann aber sein, dass es vielleicht... Ja, guck mal, die Amis, die kriegen eh nichts mit. Also, ne? Nee, also so, die haben auch den Klimawandel nicht mitbekommen. Also insofern, also zumindest mal der eine, das trampelt hier. Ja. Und, du meinst also, dass die dann sagen, komm, wir machen eine Partnerschaft mit Schönstheim? Und ja, weil Schönstheim klingt... Guck mal, Cincinnati, so, das ist so... Wenn jetzt ein Mann... Cincinnati, das klingt wie Schönstheim. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, aber ich habe manchmal ganz komische Synapsen. Ja. Deswegen glaube ich, dass die Amis einfach. Warte mal, seit 500. Moment mal. Pflegt es seit 200. Ich wollte vielleicht das Publikum fragen. Ach so. Ach, darf man ja, genau. Darf man, einmal darf man. Ist ja eine aus Schönstheim hier. Oh Mann, das klingt so absurd und die Erklärung werden wir ja gleich sehen, aber das B macht so... Du bist für B? Ja. Wenn es falsch ist, dann spendiere ich 500 Euro da drauf.
Geht das? Ja. Ja. Geht das? Ja, du kannst ja gerne nach der Show, dass du genau, 50 das, Leute, das, das da kannst geht, du... Das geht, ja, aber nicht hier auf dieses Konto. Auf dieses das, Konto wäre es überhaupt kein Problem. Ja. Da kannst du den schön gleichen Zehner in die Hand drücken. Wenn die sich jetzt freuen, heißt das gar nichts. Sorry. B. Vor über 500 Jahren gab es im Landkreis Würzburg die Gemeinde Schönstheim, bestehend aus 16 Höfen, die sich jedoch im 15. Jahrhundert auflöste. Heute ist das Gebiet überwiegend bewaldet. Die 300 Hektar werden von etwa 180 Grundstücksbesitzern geteilt. An einer Sitte hält man jedoch seit dem Mittelalter fest. Jedes Jahr im Mai wird unter den Eignern ein neuer Bürgermeister gewählt. Dieser ist dann für Kulturpflege, Neubepflanzung, Wegebau und Instandhaltung des ehemaligen Schönstheim verantwortlich. So, da sind für jeden von euch schon mal fast 10 Euro. Das machst du jetzt bei jeder falschen Frage. Ja, Moment, Moment, ich will ja auch noch was davon haben. Aber das würde ich jetzt so vom nächste Kategorie. Ja, dann nehmen wir den Verbraucher. Mhm. Oder die Verbraucherin. Die Verbraucherin. Ja. Was ist der Unterschied zwischen bläulichen und weißen Kassenbons aus Thermopapier? A. Die bläulichen Bons sind umweltfreundlich. B. Weiße Bons dürfen im Altpapier entsorgt werden. Oder C. Bläuliche Bons sind nicht mit Kugelschreiber beschreibbar. Die bläulichen Bons sind umweltfreundlich, weil da Eukalyptus drin ist oder was? Also ich mache ja ab und zu auch mal, dass ich so Belege für die Steuer beschrifte. Mhm. Und da habe ich ehrlich gesagt einen bläulichen Bon noch nie bewusst in der Hand gehabt. Beziehungsweise bis jetzt konnte ich auf jedem Bon unterschreiben oder draufschreiben, außer das Papier war so sehr glatt. Weißt du, was ich meine? Wie, ja. Wie so eine Folie fast schon. So. Und das könnte natürlich sein, dass die bläulichen Bons quasi nicht beschreibbar sind. Vielleicht sind die so gemacht, dass man sie nicht beschreiben kann. Aber wenn die sehr glatt sind, das ist natürlich spricht für eine nicht funktionierende Kugelschreiberspitze. Wenn ihr beide überhaupt keine Ahnung davon habt, um was es hier geht, warum fragt ihr nicht? Das ist doch so eine Alltagsfrage. Wir waren beide bei C aber, ne? Ja. Oder wir zahlen einfach jeder 500 Euro und Scheiß drauf. Ich kann das machen. Ja, warte. Komm. Aber ich kann nicht mehr. Das machen wir. Das Problem ist, aber nur wenn wir eine Quittung kriegen. Auf blauem Papier. Das Problem ist, wenn ich einmal damit anfange, ja, das ist für mich ein sehr teurer Job. Aber da sieht man, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten sind, ja? Da hat der Bühler nicht so lange rumgemacht und versucht, den Elten noch reinzukommen. Warte. Ich mache das so. Was ist mit dir? Elton und ich sind vertraglich, also, wir dürfen das nicht. Also, aber wir nehmen was an, das dürfen wir. So, was loggen wir denn jetzt dann ein? Dann nehmen wir uns. Ja, wir machen das. Ja. C. Also C. C. Gut. Wie ihr macht das jetzt? Ja, mit den 500 Euro, ich mache das genau. Ja, wir nehmen jetzt sowohl weiße als auch bläuliche Kassenbons bestehen meist aus Thermopapier. Der bläuliche Bon besteht aus einem weißen Basispapier mit einer schwarzen Beschichtung und einer mit Luftbläschen gefüllten Funktionsschicht. Die Bläschen reflektieren das Licht so, dass das Papier bläulich erscheint. Im Thermodrucker fallen die Bläschen an den überschriebenen Stellen in sich zusammen, sodass die schwarze Schicht sichtbar wird.
Dieser Vorgang kommt ohne chemische Entwickler wie Bisphenol A aus. Daher können die bläulichen Bons im Altpapier entsorgt werden, während die regulären Kassenbons in den Restmüll gehören. Es handelt sich also um umweltfreundliches Thermopapier. So, die, ja, die das Problem ist, für euch sind es leider nur 8 Euro. So, die ums Studio gelegenen Geldautomaten dürften heute Abend nachfüllbedürftig sein. Ja, so, beide Teams. Nein, ihr habt ja schon 500 Euro und ihr werdet sie gleich haben. Aber zumindest auf dem Konto auch. Ich bin gespannt, was jetzt gleich kommt. Wir nehmen jetzt Essen und Trinken sehr gerne. Jetzt kommt Essen und Trinken, ja. Was ist das Besondere an Stracciatella-Eis? Die Schokolade muss mindestens 65% Kakao enthalten. B, heiße Schokolade wird in das fertige Milcheis gerührt. Oder C, die Milch muss aus der Schweizer Region Stracia kommen. Stracia. Noch nie Gedanken drüber gemacht. Also B würde ich aber mal ausschließen. Heiße Schokolade wird in das fertige Milcheis gerührt. Nee, Stracciatella-Eis ist weißes Eis, Kugel mit Schokosplitter drin. Genau. Das kann doch nur A sein. Also B ist es nicht, heiße Schokolade. C klingt, das klingt echt. Also sowas. Dann wäre das ja unfassbar teuer, wenn du nur Milch aus der Region. Das kann doch noch A sein. Muss A sein. Verdammt, ich bin fast davor zu sagen, wenn das falsch ist, dann bezahle ich 500 Euro. Aber. Das darfst du ja nicht. Aber ich darf das ja nicht. Tut mir leid, der Berner und ich, wir dürfen das nicht. Wir nehmen A. Wenn das nicht richtig ist, dann, ich bin ja in Hamburg, aber erst nächstes Jahr. Mir scheißegal, ihr kriegt Freikarten für Hamburg, aber nur ihr. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich heute... Nein, das ist, aber das ist total cool. Das ist heute, wer weiß denn sowas, trifft Glücksrad. Stracciatella ist eine der beliebtesten Eissorten in Deutschland. Der Name dieses Eisklassikers leitet sich aus dem italienischen Begriff stracciare ab, was so viel bedeutet wie zerfetzen. Grund dafür sind die feinen, unregelmäßigen Schokoladenstücke. Sie entstehen, wenn geschmolzene Schokolade in fertiges Milcheis geträufelt wird. Im Eis wird die Schokolade fest und durch das Rühren der Eismaschine in Splitter zerteilt. Ja, Pilz gehabt! So, es wird die erste Sendung sein, wo das Publikum hofft, dass wir alles falsch haben. Erst mal gucken. Also ich mag New York, das finde ich immer interessant. Ansonsten ist Trick 17 total... Dann nehmen wir New York, weil wenn du das magst, nehmen wir New York. New York, New York. New York, New York. New York. Warum wird in New York seit 2016 vielen großen Hunden eine Plastiktüte angezogen? A. Nur so dürfen sie in der U-Bahn mitfahren. B. Im Zoo sollen andere Tiere keine Flöhe bekommen. Oder C. Die Hunde erkälten sich vermehrt an den Zugwinden am Broadway. Also pass auf, lass uns mal einmal jetzt ein bisschen annähern an New York. Ja, nur so dürfen sie in der U-Bahn mitfahren. Also nur gut, es geht um die großen Hunde. Ja. Das ist das, was ich so erstaunlich finde. Nur so dürfen sie in der U-Bahn mitfahren. Was wäre denn der Grund, dass sie, wenn sie das Gleichgewicht verlieren, sozusagen am Fahrgast abrutschen? Ja. Jetzt hast du so eine Plastiktüte an und wenn es dich dann zerlegt, verstehst du, dann... Muss man die Teile nicht mehr suchen. Bleibt's in der Tüte. So hatte ich... So, ja, ich weiß, du hättest dich jetzt geschickter ausgedrückt, aber das ist das, was du meintest. Jetzt kann es aber auch sein, dass im Zoo sollen andere Tiere keine Flöhe bekommen. Da ist natürlich die Frage, warum ist das nur bei den großen Hunden so? Kleine Hunde haben ja auch Flöhe. Verstehst du? Ja, das ist das, was ich überlege. Kleine Hunde haben auch Flöhe. Und sich erkälten
bei Zugwinden, warum erkälten sich kleine Hunde nicht? Weil die sehr nah am Boden sind. Das heißt, da hast du dann mal so einen Hydrant, der dir eine gewisse Sicherheit und einen gewissen Windschutz gibt, während der große Hund möglicherweise größer ist als, keine Ahnung, die Straßenlaterne. Und schon deswegen brauchst du vielleicht, das ist so ein großer Hund. Verstehst du? Also, das A kann ich, das ist zum Beispiel, wenn Kinder mitfahren und stehen, die, denen sind kleine Hunde egal, aber bei großen Hunden ruppeln die dann immer so an dem 1,50 Meter Fell zum Beispiel. Deshalb könnte ich mir A vorstellen. Im Zoo zum Beispiel, da, also A und C, B sind überhaupt nur Dinge, die behördlich verordnet werden. Und bei B, warum nicht auch kleine Hunde? So, wir brauchen eine Entscheidung. Was ist deine Meinung? Weil es dich kostet, wenn es falsch ist. Pass auf, dann machen wir das jetzt so. Ich lade euch auch zu meiner Show ein. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. In der New Yorker U-Bahn wurden 2016 neue Regeln eingeführt, die den Transport von Hunden betreffen. Damit Mitfahrende nicht von vier Beinern belästigt werden, entschied die Metropolitan Transportation Authority, dass nur noch kleine Hunde, die in Taschen passen, mitfahren dürfen. Die New Yorker nahmen dies allerdings nicht ohne weiteres hin und packten auch ihre großen Hunde kurzerhand in Rucksäcke, Beutel oder Einkaufstaschen. So dürfen auch sie weiterhin mit der Subway fahren. Das ist richtig. Wahnsinn des Tages. Was gelang dem 17-jährigen Amerikaner Wolf Cookier im Sommer 2019 während eines Praktikums? A. Er verdoppelte den Gewinn des Unternehmens. B. Er entdeckte einen bisher unbekannten Planeten. Oder C. Er baute in einem Autohaus mit jedem Wagen einen Unfall. Ja? Okay, dann mach schnell. Ich kann mich ja erinnern, dass das muss B sein. Ja, entweder haust du jetzt einen raus. Also, ich nehme auf jeden Fall das. Aber ich hau jetzt. Wir können es auch mal schneller machen als die beiden. Einfach mal B sagen. Gut, wir sagen B. Und du kannst, wenn du dir so sicher bist, kannst du dich ein Stück weiter jetzt aus dem Fenster lehnen. ein Auto für jeden? Ja. 2019 ging für den 17-jährigen US-Amerikaner Wolf Kükier ein Traum in Erfüllung. Er bekam einen Praktikumsplatz bei der NASA. Seine Aufgabe? Die Variationen von Sternenhelligkeit anhand von Daten des Transiting Exoplanet Survey Satellite, kurz TESS, zu untersuchen. Dabei fiel ihm eine Unregelmäßigkeit auf. Ein halbes Jahr später war klar, es handelte sich um einen bisher unbekannten Planeten. Wolf Kükiers Entdeckung TUI-1338b hat zwei Sonnen und ist fast siebenmal größer als die Erde. So, das wäre fast untergegangen, aber ihr habt die ersten 500 Euro auf dem Konto. Ja. Endlich. Ja. Jetzt sind wir im Spiel. Wie geht's weiter? Wir nehmen unser Körper. Also die Kategorie, unseren Körper. Warum ist im Winter die Schutzfunktion der Haut geschwächt? Ach. A. Das Blut zirkuliert im Winter schneller. B. Im Winter wird weniger körpereigenes Vitamin B12 gebildet. Oder C. Die Talgdrüsen verringern bei Kälte ihre Aktivität. Das Blut zirkuliert im Winter schneller. Das kommt darauf an. Wenn ich mich im Sommer mehr bewege, nicht. Verstehe. Ja. Im Winter wird weniger körpereigenes Vitamin B12 gebildet. Nee, das ist Vitamin D. Was ich wollte, das ist Vitamin D3, das ist ja durch die Sonnenstrahlen. Das ist aber in der Regel auch, man sagt, eigentlich immer nur aufgrund der UVB-Strahlung zwischen, ich glaube, März, April und Oktober. Weil aufgrund des Einfallswinkels der Sonne die UVB-Strahlen dann nicht mehr durchkommen und deswegen wird weniger Vitamin D3 gebildet. So. Wenn ich auf dein T-Shirt gucke, dann zirkuliert mein Blut schneller. Das ist so. Das heißt, dann bleibt doch nur noch C. Ein Dieter Bohlen kann sowieso alles tragen. Ja?
Das Outfit ist natürlich auch hammermega wichtig, wenn es darum geht, irgendwie in den Recall zu kommen. So, und während ich gelabert habe, Alter, hast du hoffentlich irgendwie eine Erklärung, warum du 10 nehmen willst. Sag mal so, wenn wir hier zu dritt sitzen, ist es ja auch einfacher. 10. C. C. Und du hast ja noch was offen, wenn es falsch ist. C. Ich habe noch was offen, wenn es falsch ist. Okay. C. Ein natürlicher Fettfilm schützt unsere Haut gegen äußere Einflüsse und wirkt einer Austrocknung entgegen. Doch je kälter es ist, desto weniger aktiv sind die Talgdrüsen in der Haut. Die Folge? Es wird weniger Talg produziert und der Schutzfilm auf der Haut wird dünner. Normalerweise bilden die Talgdrüsen täglich 1 bis 2 Gramm Talg. Ab minus 8 Grad Celsius produzieren sie aber kein Fett mehr. Deshalb ist es sehr wichtig, die Haut bei kalten Temperaturen gut zu schützen und sie zusätzlich mit fettreichen Cremes und Lotionen zu versorgen. So, 1500 Euro sind es bei euch. Und weiter geht's. Ja, jetzt machen wir die Schnellraterunde. Trick große, 17. Große Krabbel. Nee, achso. Nee, keine Insekten, auf gar keinen Fall Insekten. Okay. Wer seine Topfkräuter wie Thymian überwässert hat, kann sie retten, indem er Wasser abkippt. A. Speisestärke auf der Erde verteilt. B. Den Boden des Untersetzers mit Bittersalz bestreut. Oder C. Den Wurzelballen vorsichtig auf niedriger Stufe föhnt. So, sagt A, B oder C? Ich würde mal sagen, wieso fängst du bei uns an? Da musst du drüben anfangen. Nee, ich habe das jetzt beschlossen, dass die Schnellrate. Ach, jetzt hast du es einfach mal so. Ja, das mache ich gleich da drüben auch. Ja, wir fragen jetzt einen Zuschauer. Hallo! Das kostet Zeit. So. Wir fragen Zuschauer. Ja, wir fragen. Habe ich doch gar nicht gesagt. Aber ich? Da musst du das bestimmen? Weißt du's? Weißt du oder weißt du nicht? Nein, lass uns doch mal endlich mal darüber reden. Dafür bezahle ich den Therapeuten, dass wir über diese darüber reden. Was ist denn deine Tendenz? Also, naja, nur Salz zieht Feuchtigkeit und Bittersalz ist vielleicht nicht so schädlich wie Kochsalz oder sowas. Okay. Keine Ahnung. Den Wurzelballen niedrig föhnen. Wenn das Ding überwässert ist, das ist nass und dann stehst du da und föhnst. Also mit Socken mache ich das manchmal, wenn ich spät dran bin und die sind nicht gewaschen, einfach waschen und dann einfach trocken fühlen. Achso, ich dachte Stärke rein, das war nein. Das. Das geht bei Socken auch mit Bittersalz. Ach komm. Wir nehmen das Publikum, obwohl die sind schon so satt. Also du suchst aus, wenn einer aufsteht. Hm? Es steht jemand. Oh, hier. Arvid, das haben Sie auch nicht gedacht, dass so lustig hier ist. Nee, also ich bin ganz sprachlos eigentlich. Ja? Wie heißt du? Ich bin Uwe. Uwe aus? Ja. Malentin, Gemeinde Stebnitzer, zwischen Lübeck und Wismar. Sehr gut, Uwe. Also meine einzigste logische Erklärung wäre Antwort B, das Bittersalz auf dem Untersetzer. Okay. Salz zieht Feuchtigkeit und das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Also wow. Das, was Elton eben schon gesagt hat. Ja, ja. Manchmal hat er auch recht. Ja, ja. Manchmal hat er auch recht. Ja, es läuft ja nicht so schlecht bei Elton, ne? Nicht jeder hat einen grünen Daumen. Wird Thymian überwässert, faulen seine Wurzeln bereits nach einem Tag. Wer schnell reagiert, kann dies verhindern. Mit einem Föhn auf niedriger Stufe wird der Wurzelballen mit Erde vorsichtig getrocknet. Dabei darf die Föhnluft nicht zu heiß werden, da sonst die Wurzeln verbrennen. Anschließend kann die Pflanze wieder eingetopft und ein paar Tage später wieder befeuchtet werden. Ah! Oh, wer weiß sowas? Wer weiß sowas? Hier lernt man was. Ach! Komm, vielen Dank trotzdem. Danke für den Mut, aufzustehen. Es bleibt bei 500 Euro. Hast du ihm schon gesagt, dass er noch 500 Euro jetzt zahlen muss? An die beiden. Ja. So, wir haben noch das große Krabbeln. Neuheit, das Fragezeichen, total genial. Oh Gott, ich bin fertig. Darfst du mal entscheiden? Ich darf entscheiden. Oder soll ich machen? Mir ist egal. Ja, entscheid du. Ja, das große Krabbeln. Nee. Okay, wir nehmen das große Krabbeln. Ja, wir nehmen das große Krabbeln. Hey, du bist ja ein verrückter Welche Typ. Jagdtechnik macht die Bola-Spinne zum Cowboy unter den Spinnen?
A. Sie schießt ihre Beute mit kleinen Steinen ab. B. Sie fängt ihre Beute mit einem Lasso-ähnlichen Faden. Oder C. Sie wirft sich von oben auf ihre Beute und reitet sie nieder. Reitet sie müde. Das ist doch lustig, reitet oder? Sie müde. Also pass auf, aber wir reden ja über den Cowboy unter den Spinnen. Oh, ja. So, ein Cowboy hätte natürlich erstmal ein Lasso. Also ich würde B natürlich erstmal präferieren, weil es das Lasso beinhaltet. Es gibt auch Spinnen, die das machen. Ja, ja, klar. Und es wäre natürlich, eine Spinne hat einen Faden, also von daher kennen wir ja alle von Spider-Man. So, jetzt oben auf die Beute draufschmeißen und reitet sie müde. Ist natürlich, stell dir vor, du bist so eine Spinne, dann rennt da unten so eine Ratte her. Du schmeißt dich da drauf und dann gehst du dir so lange auf den Sack, bis die Ratte sagt, Alter, leck mich am Arsch, komm, friss mich. Sie schießt ihr mal einen kleinen Wo wollen wir denn hin, zu welcher Antwort? Ich wäre für B. Dann nehmen wir jetzt einfach mal B. Du bist ein intelligenter Mann. Ich gucke oft deine Sendung. Ich bin begeistert von deinen Argumentationen. Dankeschön. Wir nehmen B. B. Das ist Stimme. Es ist aber A. Ja. Ist A? Ist A? Ehrlich jetzt? Ich habe letztlich mal eine Spinne getroffen, die war ganz verzweifelt. Aber die hatte den Faden verloren. Bola-Spinnen leben in Nordamerika, Australien und Afrika. Wegen ihrer ausgeklügelten Jagdtechnik gelten sie als die Cowboys unter den Spinnen. Denn statt eines ganzen Fangnetzes spinnen Bola-Spinnen nur einen Faden mit einer klebrigen Schleimkugel am Ende. Dank bestimmter Pheromone duftet diese nach Mottenweibchen und lockt so Beute an. Die Spinne schwingt den Faden mit ihren Vorderbeinen wie ein Lasso durch die Luft und wartet, bis ein Beutetier daran kleben bleibt. Es läuft ja nebenbei auch noch ganz gut. Du bist der beste Moderator, den ich mir vorstellen kann. Ist heute Nebensache, aber ihr habt auch schon 2000 Euro auf dem Konto. Ist heute Nebensache. Oh Mann. Da war das ein anderes Tier mit den Steinen. Total genial. Wir sollten diese Frage jetzt richtig beantworten. Total genial, oh ja. Es gibt eine Chance. Mit einer durchsichtigen Box Filz, Magneten, reinem Alkohol, Knetmasse, einer schwarzen Metallplatte und Trockeneis. A. Lässt sich der Motor eines Schlauchboots ersetzen? B. Kann ein Miniaturgewächshaus gebaut werden? Oder C. Können kosmische Strahlen sichtbar gemacht werden? Also, lässt sich der Motor eines Schlauchboots ersetzen? Ich würde A jetzt mal ausschließen. Kann ein Miniaturgewächshaus gebaut werden? Also normal, also ein Miniaturgewächshaus, das kannst du doch. Wozu brauchst du da Magneten, Metallplatte und Trockeneis? Das ist doch Glas. Box. Meinetwegen durchsichtige Box, meinetwegen Plastikbox, aber das kann nur C sein, aber wie machst du. Jetzt kommt der Klassiker. Aber wie funktioniert das? Ja. Das zeigen wir im Zweifel im Film. Ich glaube, das ist C. Wir nehmen C. Ich sprühe die kosmischen Strahlen. Wir nehmen C und wir machen das jetzt sichtbar. Der Filz wird zunächst auf die Größe der Box zugeschnitten, mit den Magneten auf dem Boden befestigt und mit dem Alkohol getränkt. Die Box wird nun umgekehrt auf die Metallplatte aufgesetzt und die Ränder mit Knetmasse abgedichtet. Diese Konstruktion muss nun von unten mit Trockeneis gekühlt werden. Nach ungefähr 10 Minuten bildet sich aus dem verdunsteten Alkohol über der Metallplatte ein feiner Nebel. Leuchtet man nun im abgedunkelten Raum mit der Taschenlampe hinein, so sind mehrmals in der Minute feine weiße Spuren im Nebel erkennbar. Dabei handelt es sich um die Spuren von Teilchen in kosmischer Strahlung. Das kannst du doch mit den Kindern jetzt mal zu Hause machen. Ja, jetzt weißt du, wie es geht. 1000 Euro auf dem Konto. So, beide Teams haben noch eine Frage. Wir haben noch Neuheit und Fragezeichen im Angebot. Ich würde eher Neuheit nehmen, weil das kann auch das Publikum wissen, wenn wir keine Ahnung haben, was sehr wahrscheinlich ist. Gut, dann nehmen wir die Neuheit. Wir nehmen Neuheit. Chemikern der Uni Mainz ist es 2019 gelungen, aus den Schalen von Cashewkernen
A, eine besonders leistungsfähige Isolierdämmung zu produzieren, B, kunststofffreie Funktionskleidung herzustellen oder C, umweltfreundliche Sonnenschutzmittel zu synthetisieren? Also ich fände C natürlich gut, ja, weil man ja weiß, dass nicht alle Sonnenschutzmittel umweltfreundlich sind. Gerade wenn man im Meer ist und da schwimmen geht, dann sieht man immer so einen Ölfilm. Das ist für mich, theoretisch ist das natürlich alles möglich. Die Frage ist jetzt, aus was besteht so eine Schale von so einem Cashewkern? Das ist ja die Frage. Also es ist ja wahrscheinlich ein relativ, also Nusskerne sind ja doch relativ hart. In der Regel auch dick Schale. So, das heißt, wahrscheinlich hat es eine gewisse Dämmfunktion, damit der Kern nicht feucht wird, der Nuss, wenn er da irgendwo am Baum oder am Strauch wächst. Das wäre so meine erste, aber es kommt doch keine Sonne durch. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Wir könnten ja immer Publikum, einfach mal jemanden oder? Fragen. Wir fragen das Publikum. Ja? Okay. Würde ich einfach mal sagen. Wir fragen das Publikum. Und es ist doch schwieriger, als ich dachte, die Frage. Da! Oh. Da bin ich schon so. So. Nee, du warst bei der Isolierung. So. Ich fand das Wort isoliert. Hallo. Hallo. Grüß dich. Wie heißt du? Heiko. Heiko. Und woher kommst du? Kassel. Sehr gut, Heiko. Was machst du beruflich? Bäcker. Ah, oh, dann könnte man sich schon ein bisschen... Nee, aber, aber meine Tochter meinte, es wäre A. Okay, aber die wollte nicht aufstehen. Nee, die traut sich nicht ganz. Verstehe. Gut, dann locken wir A ein, Heiko. Und schauen jetzt, was kann man aus den Schalen vom Cashewkern machen? Bisher galten die Schalen von Cashewkernen als Abfallprodukt. Doch sie enthalten Öl, aus dem Forscher der Universität Mainz 2019 das Molekül S-Triazin synthetisierten. Es absorbiert UVA- und UVB-Strahlung. Herkömmliche UV-Filter auf Erdölbasis können Wasserorganismen schaden. Da das neue UV-Filtermolekül aber organischen Ursprungs ist, könnte nach weiteren Tests bald eine umweltfreundlichere Sonnenmilch auf den Markt kommen. Ah. Heiko, ja, trotzdem, danke. Ja. Das macht es noch mal spannend für das Finale. Denn wenn Bülent und Elton jetzt noch eine richtige Antwort... Wir machen das jetzt so, damit sie sich nicht schlecht fühlt, lade ich euch jetzt in ihrem Namen zu meiner Show ein. Ihr sucht euch was raus, wo es passt. Ja. Aber ihr müsst alle so ein T-Shirt mit Strassstein anziehen. Ne? Auch die Männer. Wir fast die Befürchtung, sie hat es gewusst, aber absichtlich falsch. Wir haben noch eine Frage und damit könnt ihr noch auf 1.500 Euro kommen. Ja. Die Frage aus der Kategorie Fragezeichen. Als schwedische Forscher die größte Datenbank für medizinische Schriften untersuchten, kam heraus, dass in über 200 Studien A, heimliche Liebesbotschaften an Laborkollegen versteckt sind, B, immer wieder dieselben Songtitel von Bob Dylan zitiert werden oder C, eine 1908 widerlegte These immer wieder als richtig dargestellt wird. Boah. C würde ich jetzt mal ausschließen, weil das ist mir zu langweilig. Ich bin bei B. Voilà. Bob Dylan? Warum? Ja, das kannst du feststellen. Du weißt, du kennst Songtitel von Bob Dylan und weißt, ah, das ist ein Songtitel von Bob Dylan. Bei heimlichen Liebesbotschaften weißt du doch nicht, steht ja schon heimlich da, ob das eine Liebesbotschaft ist. Ja, vielleicht. Und was ist eine Liebesbotschaft und was ist keine Liebesbotschaft? Und das ist was Direktes. Was weiß ich, Homesick, Dingsbums oder... Also dann... Und wir können ja auch was riskieren, wir wissen es aber nicht. Aber B klingt cool, also... B. So, okay. Es geht noch einmal um 500 Euro. 2015 stellte ein Forscherteam am Karolinska-Institut in Stockholm die ungewöhnliche Frage, welchen Einfluss Bob Dylan auf die biomedizinische Forschung hat. In einer großen Datenbank für medizinische Publikationen stießen die Forscher auf 213 Zitate, die sich eindeutig auf Dylan bezogen. Knocking on Heaven's Door, Blowin' in the Wind oder Like a Rolling Stone sind äußerst beliebte Referenzen für die Forschung. Und mit 135 Erwähnungen ist The Times They Are Changing Dylans meistzitierter Song. So, damit nochmal 500 Euro oben drauf.
Und alle, die jetzt hier im Publikum geklatscht haben, das sind die echten, wer weiß denn sowas, Profis, weil die wissen jetzt natürlich, dadurch, dass Elton und Bülent jetzt ein Stück näher rangekommen sind, ja, müsst ihr natürlich auch mehr setzen im Finale. So, jetzt schauen wir noch mal auf den Zwischenstand. Bernhard und Matze Knob haben 2.000 Euro auf dem Konto. Elton und Bülent Ceylan haben 1.500 Euro auf dem Konto. Und damit kommen wir jetzt zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Filmstars. Filmstars? Filmstars. Ja, ist gut. Es gibt Sendungen, da würde ich sagen, ja, macht noch mal ein bisschen Unterhaltung an dieser Stelle, aber die hatten wir genug heute Abend. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welche Stars sind tatsächlich verwandt? A. Julia Roberts und Emma Roberts, B. Diane Keaton und Michael Keaton oder C. Katharine Hepburn und Audrey Hepburn. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Ich habe keine Ahnung. Beide Teams haben meine Antwort eingeloggt, meine Damen und Herren. Gleich gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück. Es ging heute schon hoch her hier bei uns, meine Damen und Herren. Es ist aber auch kein Wunder, wir haben Matze Knob zu Gast im Team mit Bernhard Hoecker. Die beiden haben 2.000 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Bülent Ceylan im Team mit Elton. Die beiden haben 1.500 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche Stars sind tatsächlich verwandt? Julia Roberts und Emma Roberts. B. Diane Keaton und Michael Keaton. Oder C. Katharine Hepburn und Audrey Hepburn. So, jetzt gucken wir erstmal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Ja. Bernhard und Matze haben gesetzt. 1.001 Euro. Elton und Bülent haben gesetzt. 1.499 Euro. Oh. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Matze haben gesetzt auf Antwort B. Elton und Bülent haben gesetzt auf Antwort A. Die hinten haben schon. Du hast vorhin schon gesagt, du weißt, was richtig ist. Du bist sehr weit aus dem Fenster. Oh Mann, ey. Katharine Hepburn und Audrey Hepburn. Die eine geboren in den USA, die andere in Belgien. Und trotzdem sind sie nicht verwandt. Miteinander tatsächlich verwandt sind Julia Roberts und Emma Roberts. Glückwunsch. Plus, plus. Und jetzt kommt's ja, 500 noch dazu. Und eine Einladung in deine und, Show. Und genau, und Hamburg. Almere. Und dann gibt's ja auch noch ein bisschen Geld dazu, denn das heißt für jeden von euch 57,67 Euro. Auch für unsere drei Admin-Spieler, die gewonnen haben.
Danke fürs Mitspielen, danke fürs Zuschauen. Das war's für heute. Morgen sehen wir uns wieder. Tschüss, machen Sie's gut.